Willkommen auf dem Channel Syndikat. Hier ist unser Recap zu Mission Impossible 1 aus dem Jahr 1996. Ein Mitarbeiter der amerikanischen Botschaft in Prag soll eine Hälfte einer non-official Coverliste der sogenannten Nock-Liste gestohlen haben. Ein Verzeichnis aller Geheimagenten, die in Osteuropa für die Amerikaner arbeiten. Diese Hälfte enthält nur die Decknamen. Die andere Hälfte mit den echten Namen soll während eines Empfangs in der amerikanischen Botschaft in Prag gestohlen werden. Jim Phelps, Teamleiter des Impossible Mission Force, kurz IMF, einer amerikanischen Spezialeinheit aus Agenten, erhält den Auftrag, Beweismaterial zu beschaffen und den Verräter inklusive seines Auftraggebers zu verhaften. Sie bekommen einige Gadgets für die Mission, wie zum Beispiel ein Stück Kaugummi, stimmt's? Nein? Nein. Eine Seite ist rot, die andere ist grün. Wenn du ein Schloss nicht öffnen kannst, dann presst du sie aneinander. Der Einsatz geht gewaltig schief und das komplette Team des IMF bis auf Ethan Hunt stirbt. Hunt nimmt Kontakt mit dem CIA-Offizier Kittredge auf und erfährt dabei, dass die gesamte Aktion nur dazu diente, einen Maulwurf innerhalb des IMF zu enttarnen und dass der zweite Teil der Nock-Liste sich gar nicht in der Botschaft befindet. Er erfährt von einem Waffenhändler namens Max, der die Nock-Liste kaufen möchte. Ihm wird auch klar, dass der Verdacht als einziger Überlebender auf ihn fällt und ergreift die Flucht. Meinetwegen, aber ich sorge dafür, dass sie das in der Hölle tun. Im Safehouse seiner ehemaligen Einheit kommt Hunt auf die Idee, Max zu kontaktieren, die komplette Nock-Liste zu beschaffen und dadurch den echten Maulwurf aus seinem Versteck zu locken. Plötzlich taucht Claire Phelps, totgeglaubtes Mitglied seines Teams, auf. Nach einer kurzen Konfrontation beschließt sie, Hunt bei seiner Mission zu unterstützen. Zusammen planen sie die Nock-Liste, die sich auf einem gut geschützten Computer im CIA-Hauptquartier befindet, zu beschaffen. Sie kontaktieren die zwei ehemaligen IMF-Agenten Krieger und Russo Stickel. Was wollen wir uns runterladen? Informationen. Was für welche? Profitable. Und Sie denken wirklich, dass wir das schaffen werden? Wir werden es schaffen. Luther löst im CIA-Hauptquartier den Feueralarm aus und ermöglicht es so, seinem Team das Gebäude zu betreten. Krieger und Hunt nähern sich durch den Lüftungsschacht dem Raum mit dem Computer. Claire gelingt es, den CIA-Agenten, der in diesem Raum arbeitet, Brechmittel in den Kaffee zu schütten. Nach einigen Schwierigkeiten gelingt es Hunt, die Nock-Liste auf einem Datenträger zu laden und mit seinem Team das Gebäude unbemerkt wieder zu verlassen. Doch durch eine Unachtsamkeit von Krieger erfährt CIA-Offizier Kittredge von dem Diebstahl. Daraufhin lässt er die Mutter und den Onkel von Hunt verhaften. Hunt versteckt sich mit seinem Team in London. Krieger streitet sich mit Hunt um den Datenträger, da er sich sicher sein will, nicht betrogen worden zu sein. Als im Fernsehen die Verhaftung von Hunts Verwandten übertragen wurde, ruft er Kittredge an, legt jedoch auf, bevor sein exakter Standort geortet werden konnte. Er wollte, dass wir wissen, dass er in London ist. Plötzlich trifft er auf den totgeglaubten Jim Phelps. Dieser versucht Hunt zu überzeugen, dass Kittredge der Maulwurf sei. Während des Gesprächs erhärtet sich jedoch der Verdacht, dass Jim selbst der Maulwurf ist. Hunt teilt ihm seine Vermutung jedoch nicht mit. Im Anschluss vereinbart er ein Treffen mit Max zur Übergabe der Nock-Liste im TGV nach Paris. Als Kittredge in London landet, erhält er einen Briefumschlag mit Tickets für den TGV. Nach der Übergabe will Max die Nock-Liste direkt über ein Notebook an einen sicheren Ort senden. Das versucht Luther mit einem Störsender zu verhindern. Kittredge durchsucht mit seinem Team den Zug, während Hunt maskiert als Jim versucht herauszufinden, ob Claire mit dem Maulwurf Jim Phelps gemeinsame Sache macht. Er lockt ein Geständnis aus ihr heraus und erfährt, dass sie mit Phelps unter einer Decke steckt. Plötzlich erscheint Phelps. Hunt, Darling, du hast ihn doch wiedererkannt, oder? Hunt kann somit anhand einer Minikamera auf einer Brille beweisen, dass Phelps noch am Leben und der gesuchte Maulwurf ist. Daraufhin ist er aufgebracht und will Hunt erschießen. Claire versucht das zu verhindern und wird kurzerhand selbst erschossen. Im Anschluss versucht Phelps mit der Beute zu flüchten.
Krieger entlarvt sich als weiterer Verräter, als er Phelps vom Dach des TGV mit einem Hubschrauber abholen will. Das kann Hunt jedoch unterbinden, indem er beide in die Luft sprengt. Rote Seite! Grüne Seite! Max wird verhaftet, Hunt und Luther werden rehabilitiert und fangen beim IMF wieder an. Und darauf, dass wir nicht mehr auf der Verräterliste stehen. Hey, ich bin der Held des Monats. Das war unser Recap zu Mission Impossible.